So, letzte Part. Riddick. Und dann haben wir's hinter uns. Dann ist es durch. Es war ein schönes Spiel. Wir gedenken jetzt der Glatze für die nächsten 5 Minuten. Nee, dann geht dann das Video. Das ist jetzt gar nicht. Ach doch, so knapp 12 Minuten. Geht das sicherlich. Ja. Ich befinde mich jetzt hier immer noch in der Raffinerie auf dem Weg nach zur Dark Athena. Und wo waren wir eigentlich stehen geblieben letzten Part? Ach ja, wo die ganzen Typen das Glas voll periodisiert haben. War nicht so schön. Sah ein bisschen eklig aus. Oh, hier schon wieder so ein Motorrad. Weil er steigt so auf wie bei so einem Motorrad. Jetzt kriegt er noch Nackenkalle und schon bin ich einer der Dicken, einer der ganz Großen. Ihr wisst schon, welchen ich meine, diese, wie heißen die, wie werden die im Spiel genannt? Alphas, glaube ich. Die fällt mir auf den Sack ging, die man 4-5 Mal beschießen musste, bis sie dann endlich zusammenbrachen. So, na dann machen wir jetzt hier kurz einen Prozess mit denen. Dürfte ja jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Ihr wisst ja, der Bube, der kann so einiges einstecken. Und auch austeilen, da ist er nicht von schlechten Eltern, aber er ist hässlich. Das ist ein anderes Thema. Das sind die Jungs von Neon Life ja auch alle. Und die Mädchen, das darf man nicht vergessen. Ja, Hackfressen sind da kein Wort für. Mehr als Hack haben wir auch nicht im Kopf. So, da hinten wird erstmal die Party gesprengt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hinter mir. Ui, Kollege. Kreishinterlader, willst mir in den Rücken fallen? Das finde ich nicht schön. Gar nicht korrekt und vor allen Dingen nicht fair. Immer auf die Großen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Gut, hier machen sie wieder alle Beamten-Style. Liegen hier alle rum. Jammerlappen. Fallen einfach um, weil so ein Großer kommt. Ja, nochmal eine Party gesprengt. Ich bin so ein richtiger Party-Crusher. Ah ja, hier oben. Lin einsammeln. Dass ich jetzt so sagen wir mal, so eine Bindung zu der... haben wir erstmal... so eine Bindung zu dem Kind haben muss. Weil ich weiß nicht, das ganze Spiel über haben wir so gut wie gar nichts von Lin gehört. Außer am Anfang, wo wir... das sind sie, glaube ich, wo sie kennengelernt haben. Und jetzt... auf einmal mit den großen Retter spielen. Riddick, der brutale Glatzensmarty, wird weich bei Kindern. Ja, vielleicht wird er weich in der Birne oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihm hier ein bisschen die Sonne auf den Kopf geschienen. Ein bisschen zu dolle. Ja, ja, Riddick. Alter, Sentimentalbolzen. Na, Leute, stellt euch nicht so an. Ihr seht, hier ist ein bisschen was los. Aber dieser Abschnitt, ich hab's euch ja verraten, für die jetzt neu einschalten. Herzlich willkommen, ihr seid im letzten Part von Riddick. Für die jetzt neu einschalten. Für die anderen, die haben das ja schon gemerkt, das Spiel hat einen verdammt stark schwankenden Schwierigkeitsgrad. Und das merkt man hier jetzt. Ich meine, das ist so billig jetzt hier. Das ist nicht wirklich schwer, das ist so einfach jetzt gerade. Ihr seht es ja selbst. Das ist keine Herausforderung mehr hinter. Wir rennen hier durch wie nix. Ich bin nicht einmal krachen gegangen und dann überlegt mal ein paar Parts vorher. Sah das alles ein bisschen anders aus. Und jetzt kommen wir auch schon zum Endkampf. Das ist ja wirklich schon der Endkampf. Wiedersehen macht Freude. You asshole, then you come in here and you fucked it all up. I'm used to living hard, Riddick, but it ends right here, right now. So, die Tante wird auch welche auf den Kopf. Auf den Sack kann ich ja nicht sagen. Kriegt aber welche. So. Und ich muss die Waffe benutzen. Denn ihr seht, wenn ich das mache. Dann stolpert sie und ich muss versuchen, sie in den Fahrstuhl zu schuppen. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn ich kann die aus der Animation heraus, wenn sie aufsteht, nicht nochmal mit damit springen, sodass sie wieder hinfällt. Sie muss erst aufstehen, dann funktioniert es erst.
Naja, nun komm schon, was ist das? So, das ist wie gesagt alles ein bisschen leichter als getan. Also leichter gesagt als getan. Ich bin ein bisschen nervös. Ich meine, das ist der letzte Part von diesem eigentlich grandiosen Spiel. Na, komm. Boah, jetzt der Vorführeffekt, ich treffe nicht. Peinlich, peinlich. Und ich muss bei ihren Raketen besonders aufpassen, denn die ziehen ganz schön weit ab, wenn sie dann treffen. Aber das ist doch nicht das Problem, die Tante, die trifft nicht. Besser als ich zumindest. Und sie fährt immer in die falsche Richtung. Das ist schon ein bisschen doof, man muss sie genau richtig erwischen. Na jetzt, na, das was ich gemeint habe. Man kann sie aus der Animation heraus nicht nochmal schocken. Man muss erst warten, bis sie richtig steht und dann laufen will. Und dann funktioniert das. Na komm. Ich stelle mich aber auch ganz schön an hier. Ich glaube, das ist hier nichts mehr. Die fällt doch gar nicht mehr um. Das kratzt die gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Na gut. Das hat mich jetzt schon gekratzt. Explosiv gekratzt. Ja. Aber ich wäre nicht Benny, wenn ich nicht Benny wäre. Ja, interessante Logik. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Das Gleiche. Na gut, wir machen es jetzt einfach nochmal, weil ich bin ja nicht Riddick. Ich habe Haare auf dem Kopf. Anders als er. So, und die Zwischensequenz will ich jetzt hier abbrechen. Na, komm, komm, komm. Ah, jetzt. So, machen wir das Ganze jetzt nochmal, da wir ja wissen, wie es funktioniert. Gut, wusste ich vorher auch, aber ich habe diesmal eine kleine Taktik. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Na komm schon, erstmal ein bisschen vollpumpen mit den Dingern. Und jetzt... Wenn sie fällt, dann fällt sie auch zu weit. Jetzt klappt es. Genau, jetzt klappt es. Ihr seht es, ich warte immer. Na komm schon, stell dich nicht so an. Ich warte immer, bis sie jetzt sich bewegt. Nochmal. Ja, das klappt gut. Fahrstuhl ist offen. Jetzt muss ich den jetzt auch mal öffnen. Oh, oh, das ging... Ja, jetzt. Komm, Stück noch. Komm, du willst es doch auch, Tosi. Komm, komm. Und tschüss. Dann sehen wir uns jetzt die Zwischensequenz an. It didn't have to be this way. You know what? It doesn't fucking matter anyway. Just don't forget me. So, aber das war's noch nicht. Da kommt jetzt noch eine Zwischensequenz. Und dann kommt der Abspann mit ein bisschen Musik und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Und bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Projekt.